Jo, liebe Leute, Theo hier und heute will ich mal was machen, was ich schon länger vorhabe, aber jetzt bin ich dazu gekommen und zwar die 5 schwersten Monde in Super Mario Odyssey. Wir wissen ja alle, der Schwierigkeitsgrad von Mario Odyssey ist nicht so hoch, dennoch gibt es einige Monde, wenn man die 100% voll machen will, die relativ schwierig sind zu kriegen. Natürlich, es gibt so Sachen wie das Volleyball oder das Seilspringen, die finde ich nicht so schwer, die haben mir nicht so Probleme gemacht, deswegen habe ich andere drin, das wäre auch ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Platz 5. Viel Spaß! Platz 5 ist ein Mond aus dem Cap Kingdom, also aus dem Hutkönigreich und ihr seht es hier. Ich gehe dorthin und es ist wirklich schwer für mich gewesen, das zu entziffern. Also wir haben das dort gesehen. Es gibt nämlich immer diese Hinweisgemälde und das hier ist auch eins, Leute. Das ist auch ein Mond und ihr seht ihn hier eingeblendet. Es ist wirklich ein bisschen komisch zu sehen. Es ist so ein Planet dort. Also ich habe schon gedacht, das ist der Mond, aber wo soll auf dem Mond bitteschön diese komischen, wo sollen Handtücher sein oder sonstiges? Das sind so komische Vierecke. Natürlich, im Nachhinein macht es Sinn, was dort abgebildet ist und zwar natürlich auf dem Mond der Ort, wo die ganzen Bewohner von allen Königreichen auf die Erde zurückblicken. Das sieht man auch farblich perfekt und dahinter ist nämlich der eine Mond, hinter der vom Lake-Königreich. Es macht Sinn, es sieht so aus, aber Leute, ich habe es auf den ersten Blick nicht erkannt und deswegen Platz 5. Platz 4 ist ein Mond aus dem Sand-Königreich und das ist einer, da habe ich ungefähr 3-4 Versuche für gebraucht, aber es ist wirklich schwer, wenn man das nicht weiß mit dem Schütteln, dass man die Bullet-Bills schütteln kann und damit schneller noch nach vorne boosten kann. Ihr seht es hier, man muss mit dem Bullet-Bill diese riesen Entfernung, diese riesen Distanz zurücklegen, um diesen Stein zu zerbrechen. Also man kann nicht hier oben mit dem Gleitdinosaurier da runterfliegen oder sowas, man muss da mit dem Bullet-Bill rüber, man muss wirklich schütteln, damit er sich dreht und diese Erkenntnis, dass man schütteln kann. Ich habe es irgendwie verpeilt und das war auf jeden Fall einer der schwersten, weil man muss auch wirklich erstmal auf die eine Steinsäule rüber, damit man genug Distanz mit dem Bullet Bill zurücklegen kann. Ich fand das auf jeden Fall ein wenig knackig. Platz Nummer 3 ist schon um einige schwerer und zwar ist das ein kleines Bonuslevel aus dem Königreich, also beziehungsweise von der dunklen Seite des Mondes. Dort geht ihr rein und dort müsst ihr wirklich die P-Switches aktivieren und dann habt ihr wenig Zeit, wirklich wenig Zeit, eine Distanz zurückzulegen, bevor der Boden unter euch verschwindet. Und es ist wirklich nicht gelogen, die Zeit ist echt knapp. Also wirklich, selbst mit den Taktiken, dass man rollt und schüttelt die ganze Zeit, damit man wirklich schnell nach vorne bewegen kann. Selbst dann blinkt der Boden schon und dann kommt noch vieles mit Springen. Da muss man viele Hechtsprünge machen, damit man das einigermaßen schafft. Also es ist wirklich knapp. Ihr seht es, bei mir war es auch knapp. Dann gibt es noch einen Bonusmond, den man kriegen kann, wenn man sich denn beeilt. Aber wie gesagt, ich habe es geschafft, auch nach einigen Versuchen. Aber wie gesagt, es ist einer der schwersten Monde meiner Meinung nach. Platz Nummer 2, Leute, ist ebenfalls ein kleines Bonuslevel von der dunklen Seite des Mondes. Und das ist wirklich, ich wollte es auf Platz 1 setzen. Es ist wirklich knifflig. Beziehungsweise stellt man sich eigentlich nur selber dumm an bei diesem Mond die ganze Zeit. So war das mein Problem. Und zwar, ihr seht es hier, dieses Level. Ich glaube, die Leute, die es gemacht haben, können sich gut an dieses Level erinnern. Und zwar gibt es dort oben einmal einen Schlüssel, wo ihr den normalen Mond kriegen könnt. Aber ihr könnt noch einen Bonusmond kriegen und der ist unterhalb, Leute. Ihr müsst unterhalb vor einem riesigen Bullet Bill abhauen und alles mit Long Jumps, die dann ja immer wieder in eine Rolle enden. Und dann müsst ihr versuchen, wieder einen nächsten Long Jump zu machen und das die ganze Zeit auf den kleinen Blöcken. Und wenn man wirklich einmal stupide diesen Rhythmus hat, dann ist es gar nicht so schwer. Aber diesen Rhythmus erstmal zu finden für sich und so. Also ich bin ehrlich zu euch, Leute. Ich habe wirklich lange dafür gebraucht und es ist nicht, wenn nicht der Mond, wo ich am längsten für gebraucht habe. Vielleicht einfach nur, weil ich mich zu dumm angestellt habe, aber Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. So, der letzte Mond ist eigentlich ein Dreiermond, Leute, aber es ist wirklich, glaube ich auch, es soll so sein, es soll die schwerste Challenge sein in Mario Odyssey. Und zwar das allerletzte Level, wenn ihr 500 Monde habt, ohne zu sterben, diese ganzen Sprünge, diese ganzen Passagen zu überwinden. Natürlich, inzwischen kann man den Mond auch leichter kriegen mit dem Glitch, den ich euch gezeigt habe, mit dem Froschglitch. Oder allgemein kann man schon in dieser Passage viele Sachen überspringen, aber wenn man das nicht macht, ist es wirklich der schwerste Mond in Super Mario Odyssey, meiner Meinung nach. Weil man muss wirklich fehlerfrei über so viele Sachen springen und so vieles machen. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Was ist eurer Meinung nach der schwerste Mond? Wofür habt ihr am längsten gebraucht? Das würde mich mal interessieren. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.